Im Tor der Mannschaft des Spieltages steht Martin Ziemer von der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken durften am 8. Spieltag gleich zweimal ran. Und Ziemer war gegen Balingen mit 19 Paraden der Garant für 2 Punkte. Dominik Klein ist nach einer Ellbogenoperation im Sommer wieder topfit. Von links außen verwandelte er gegen die Füchse 6-mal und surft mit viel weiter auf der Erfolgswelle. Aber auch bei den Löwen läuft es in der Liga bestens. Im linken Rückraum war Stefan Knehr beim Sieg gegen Hannover mit 7 Toren bester Werfer seines Teams. Mit ihm wird es nie langweilig. Domagoj Duvniak führt seit dieser Saison auf der Mitte Regie beim THW Kiel. Das klappt aktuell bestens. 9 Tore und 2 Assists lieferte er gegen Berlin ab. Der HSV anfangs mit Anlaufschwierigkeiten, jetzt läuft es aber auch bei den Hamburgern rund. Adrian Fahl steuerte 7 Tore zum knappen Sieg beim SC Magdeburg bei und landet im rechten Rückraum unserer Auswahl. Auf Rechtsaußen erwischte Ole Ramel einen Sahnetag. Beim 2. Bundesligasieg des HC Erlangen überhaupt konnte der 24-Jährige 12 Tore zum Erfolg beisteuern. Das muss gewürdigt werden. Und auch am Kreis steht ein Spieler des HC Erlangen in der Mannschaft des Spieltages. Sebastian Preis ackerte vorne wie hinten, 5 Tore konnte er erzielen und dazu noch das ein oder andere verhindern.